Willkommen also von meiner Seite aus der PostFinance-Arena zu dem Halbfinale zwischen dem Schlittschuhclub Bern und der ZSC Lions. Momentan werden noch die Mannschaften aufgerufen von den Fans. Das ist Studio. Hervorragend gesetzt heute Abend das Stadion. Es war so, dass Saison-Abi-Besitzer gratis Eintritt können geniessen. Von dem her also die PostFinance-Arena heute Abend sehr gut gefüllt. Jetzt kann es endlich losgehen. Dino, Kulisse noch beeindruckend für unter der Woche ein Cup-Match. Viele Kritiker haben gesagt, der Cup interessiert niemand. Aber jetzt werden wir einmal mehr eines besseren Bälle. Und das ist schon zu heiß, 2-0 für den SCB. Das ist ja wahnsinnig schnell gegangen. 9 Sekunden. Nicht mal hat der Christoph Bertschi gebraucht, um hier die Scheibe reinzukläpfen. Von wegen langsam in Berner. Das ist jetzt ganz, ganz schnell gegangen. Nach nur 9 Sekunden bricht der Christoph Bertschi zum 1-0. Genau in Zacheli. Nilsson und Keller jetzt die Schusschance von Matthias Seger. Fangen an dazwischen von Marco Bühr. Es ist Roman Wick, Bergeron. Wieder rüber. Auf ein Schengen. Und jetzt sieht doch das Ganze im Powerplay schon viel besser aus als beim ersten Powerplay. Lions, die da schieben, doch ziemlich schön und gut heilen zirkulieren. Siegenthaler und Dennis Malgin wären eigentlich zurück gewesen, gestern beide gelandet zu Genf, aber nach der U20-WM. Der ZSC eine neue Pause und da haben wir das 1-2 der Ausgleich für die Lions. Ryan Shannon lässt sich lange Zeit durch Lenz nachher schieben. Schöne Masche zum 1-1. Vielleicht jetzt mit dem Dan Fritsche. Oh, der Marco Bührer kann sich auszeichnen nach dem Schuss von Dan Fritsche. Hat ja das Nazi-Debüt gegeben bei der Arosa Challenge und ist vorher noch mit seiner Frau ein bisschen die Heimat anschauen, das Appenzell. Und der Schlegel hat seinen Stock verloren. Muss ihm jetzt zurückgeschoben werden. Der Talinder hat ihn ja nicht jetzt dürfen auflesen und zurückbringen. Er musste zurückschieben. Das sind die neuen Regeln. Aber der Schlegel hat seinen Stock. Schlegel hat sich Schlegel wieder und jetzt gibt es eine Strafe gegen SCB und ziemliche Rangelei, der Sammy Kreis, der Alain Berger auf SCB Seiten involviert. Nochmal Erik Blum. Schuss Nummer 2, jetzt hat der Schlegel ziemlich die Übersicht verloren. Und darf den Stock nicht fassen. Er muss ihm zuerst zurückgeschoben werden, aber jetzt die Partie unterbrochen und eine weitere Rangelei mit dem André Stoffel auf ZSC-Seite gegen jetzt Jonesu. Also jetzt kommt die Drittelspause, der sicher, wenn es natürlich dabei bleibt, bei ZSC Lions gelegen, dass da der Powerplay-Fluss unterbrochen wird. Aber noch hat der erste Weg genug Zeit mit dem Bad Holloway. Viel fällt da nicht. 7 Sekunden, jetzt muss es noch schnell gehen. Aber der Holloway kommt noch mal zur Chance. Und der Ryan Gardner. Und jetzt ist Schiebe. Hey, nicht drin. Und die Drittelsirene rettet ZSC Lions da vor dem Gegengoal. Jetzt eine Chance für den Bertschi. Wir der zum Matchwinner. Der Ryan Gardner bringt die Scheibe schlussendlich rein. 2-1 für den Schlittschuhclub Bern. 22 Sekunden vor Schluss. Und der Matchwinner ist der Schiedsrichter Wiegand. Da können wir da festhalten. Die Strafe. Natürlich jetzt fatal. Gegen ZSC Lions, gegen Bergeron. Da sehen wir es nochmal. Ein ziemliches Gefühl vor dem Goal. Gardner stochert einmal, zweimal um im zweiten Anlauf. Im Liegen kann der Ryan Gardner da das vermeintliche Siegesgoal machen. Gut 20 Sekunden haben die Lions noch Zeit. Aber das Goal war schwierig. Das Goal war sauber, das hat der SCB rausgespielt. 8 Sekunden. Muss jetzt ganz, ganz schnell gehen. Rufenacht kann sie blockieren. Und es ist der Finale gezogen
für den SCB. Während dann Martin Fluss da noch einen 3-1 vorbeisetzt, aber der SCB also im Cup-Finale gegen die Flotten Flyers.